Ihr wollt mich echt schwach machen, glaube ich. Ja, da fehlen jetzt noch zwei Feuerwehrmänner. Deswegen meinte ich, ich würde eher Personal kaufen. Da fehlen jetzt zwei Feuerwehrmänner, die grundlegend das Giftgas löschen. Alter, Lava, lösch! Hercules, das kann nicht dein Ernst sein. Das kann wirklich nicht dein Ernst sein. So, Werkzeug fallen lassen. Tür öffnen. Und Feuerlöscher holen. So, wo ist der andere? Der geht ja da raus. Hercules steht da rum und hält Maul auf den Pfeil. Wobei, gut, ganz ehrlich, du kannst dein Werkzeug liegen lassen und dir ebenfalls einen tragbaren Feuerlöscher holen. Dann machen wir das nämlich so. Löschen. Oh, um Gottes Willen, Lava, löschen. So, du machst das, perfekt. Hercules steht da halt rum, ne? Tragbare Feuerlöscher, Fragezeichen. Smokey, bitte. Hier drüben. So, hol dir einen Feuerlöscher. Ich brauche Hercules hier. Wir müssen Gas geben, dass wir die Brände hier gelöscht bekommen. Ey, Smokey, du bleibst hier bitte. Wenn Lava nur nicht so dämlich wäre. Okay, perfekt. Hier ist gelöscht. Jus, Beeilung. Ihr habt es im Griff. Ihr habt es wunderbar im Griff. Wow. Kommt schon weiter, 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 weiter. Nicht stehen bleiben. Feuerlöscher holen. Feuerlöscher holen. Hier, das soll löschen. Lava löschen. Smokey hier hin, bitte. So, irgendwo, irgendwas. Irgendwas brennt noch. Hier, da. Wow, Alter. Sachschaden. 16%. Bonusgesamt 5600. Also, es war nicht top. Es hat fast 10 Minuten gedauert. Ansehen 1. Okay. Okay, das war definitiv heftig. Schaumzumischer freigeschaltet. Einer deiner Angestellten hat darauf hingewiesen, dass du jetzt auch Schaumzumischer kaufen kannst. Diese erlauben es dir, jegliche Art von Wasserstrom in Schaum umzuwandeln und Flüssigkeitsbrände zu bekämpfen. Sieh dir das Tutorial an, um mehr über dieses Werkzeug zu erfahren. So, und das machen wir jetzt auch instant. Wir schauen uns mal an, was es hier zu lernen gibt. Und gerade das wird jetzt sehr interessant für uns werden. Lass einfach mal den Schaumzumischer vorbereiten. Schaumzumischer, das heißt, das ist wie der Verteiler wahrscheinlich, etwas, wo dazwischen geklemmt wird. Auf dieselbe Weise vorbereiten wie den Verteiler. Okay. So, dahin. Jetzt ist natürlich die Frage, mit einem Schaumzumischer, kann man damit auch ein normales Feuer löschen? Ich bin ja jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht der Feuerwehrmann. Der Logik nach würde ich sagen, ja. Aber man weiß es nicht. Hängt auch davon ab, was die Entwickler hier programmiert haben. Aber normalerweise schon. Ich meine, wie gesagt, es ist sicherlich nicht üblich,
Aber das Problem ist, ich muss jetzt einen Schaum zur Mischerei nehmen. Das wird jetzt die Herausforderung werden. So, alle Fahrzeuge in der... Gut, alle Fahrzeuge in der Zentrale. Wo ist denn... So, den da brauche ich. Zuallererst müssen die hier mal repariert werden. So, das hier natürlich nicht. So, hier muss ein Platz weg. Ne, nicht hier bei dem, das ist das andere. Haben wir ein Level Up irgendwo? Nein. Hier sind ja die Fahrzeuge alle besetzt. So, gut, dann können wir zur anderen Wache rüber. Hier müssen wir was tun. Und zwar, erstmal reparieren. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir hier jetzt keine Dings reinmachen. Keine Feuerlöscher. Sondern wir kaufen uns Schaumzumischer. So. Da wir das Tanglosch-Fahrzeug nicht immer mitnehmen können, müssen wir hier was verändern. Und zwar müssen wir hier eine Pumpe raustun. Da müssen wir nochmal so einen Schaumzumischer kaufen und den da reinstecken. Weil der muss einfach sein. Der muss einfach sein. So, und an der Stelle hätte ich jetzt gesagt, wir holen uns jetzt mal neue Leute. Patrick Steele hat eine Leidenschaft für Miniaturen. Spitzname Mini. Ah ja, Spitzname Schildkröte, kleine... Ach so, wir haben ja jetzt noch nicht so wirklich viel Frauen an Bord, ne? Mary Davis braucht eine kleine Stärkung. Erfahrener Feuerwehrmann. Wir geben mal Mary Davis eine Chance, würde ich sagen. Und Molly Wilson, ne? Dann haben wir hier auch mal das Team verstärkt, was Frauen angeht. Wollen wir mal eben gucken, was die hier so können. Gesundheit plus 20. Und schneller Treppensteigen. Geschwindigkeit. Achso, Vorbereitung bei Geschwindigkeit. Okay. So, dann können wir die hier reinstecken zu den zwei Männern. So, herzlich willkommen, ihr Frauen. Im Team. Ich hoffe, ihr macht eure Aufgabe gut. So, dann haben wir den Schaumzumischer drin, ne? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir den wirklich drin haben. Wenn ja, ist gut. Wenn nein, dann ist gut, dass ich nachgeguckt habe. Ne, wir haben ihn drin. Okay. So. Bei der anderen, bei dem kleinen Fahrzeug ist es so, dass wir darauf eigentlich... auf die Sachen, die drin sind, eigentlich kaum verzichten können. Das ist tragisch, aber vielleicht kaufen wir ja nochmal eins, oder? Ich weiß nicht, kaufen wir vielleicht nochmal eins? Nee, wir haben jetzt eh nicht genug Geld. Doch schon, aber dann geben wir wieder alles aus. Das will ich halt im Endeffekt auch nicht. So, dann würde ich sagen, die Löschhilfegruppe. Ist zwar jetzt absolut oversized, ich weiß, aber ich möchte den Frauen jetzt gleich mal eine Chance geben. Was ich natürlich auch hätte machen können, ich hätte natürlich das Tanklöschfahrzeug hinstecken können, dann wäre das innerhalb von einer Sekunde gelöst gewesen. Oh oh. So, wir müssen umstrukturieren. Entsenden, rückgängig machen. Wir brauchen hier die Löschhilfegruppe und außerdem das Kleinlöschfahrzeug. So, hierhin geht das Tanklöschfahrzeug. Was aber ehrlich gesagt auch nicht geht. Mist, verdammte Axt. Hier muss das dahin. Entsenden. Und das hier kriegt jetzt noch das da. So, aber erst den Einsatz 50. Der ist wichtiger. Auch wenn die schon da sind. Auch wenn der noch unterwegs ist. Ich kann es nicht ändern, aber wir machen zuerst den kleinen da. Ich brauche das Fahrzeug im Zweifelsfall. Beim Waldbrand. So, los rein da jetzt. Schnell. Um Gottes Willen. So, wir haben wieder das Szenario, was wir ja eigentlich schon mehrmals gesehen haben. Ein Bahnübergang. Ein Bahnhofsdepot, Fragezeichen vielleicht. So, hier hin bitte. Aussteigen, Fahrzeug mit einer Quelle verbinden, Fischkopf holt einen Verteiler, du öffnest das Tor, Fischkopf schließt den Verteiler an, du holst einen Angriffsschlauch,
So, komm. Fischkopf. Fischkopf, hier lang. Hier. So, ich trinke mal ganz kurz was zwischendurch. Schon besser. Ah, so. Wenn Smoke bereit ist, werf auf die linke Flanke. Komm schon, beeil dich. Fischkopf, nicht stehen bleiben. Wofür bezahle ich euch eigentlich? So, mal gucken, ob ihr als anderes Team die Zeit unterbieten könnt. Mal schauen. Hier gibt's ja eigentlich nichts mehr zu brennen, ne? Theoretisch könnten wir eigentlich auch gleich direkt auf den Hauptbrand her. Zumindest mal Fischkopf. Dass der Zaun da anfängt zu brennen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Komm schon, gebt alles, zieh. Kommt schon, ihr werdet das doch hinkriegen. Scheiße, komm. Die Zeit wird eng. Smoke hier drüben. Pass auf die Kisten auf. Okay. Kommt schon. Werden Smokey und Fischkopf es schaffen? Gibt alles. Yes, 4 Sekunden drunter. Perfekt gemacht. Sehr schön. So, hier kommt natürlich jetzt das kleine Löschfahrzeug noch mit hin. Und wir speichern definitiv eine Runde. An der Stelle mache ich jetzt auch einen Cut, ehrlich gesagt, bevor ich die Mission mache. Ich bedanke mich, dass du mit dabei warst und wir sehen uns morgen wieder zu einem großen Waldbrand, diesmal mit Frauen. Tschüss!